Hallo und herzlich willkommen in Termas de Rio Hondo, wo das argentinische Wochenende der MotoGP-Meisterschaft jeden Augenblick offiziell beginnt. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zur Let's Play MotoGP 18 hier. Das zweite Rennen in Argentinien steht an und wir fangen nicht mit dem Qualifying an, denn ihr seht wahrscheinlich noch oben FP1, das freie Training Number 1, denn in der Entwicklung in MotoGP 18 gibt es auch sogenannte Entwicklungstests in den freien Trainings, beziehungsweise es gibt nur drei Tests. Das erste ist der Geschwindigkeitstest, der zweite ist der Bremsentest und der dritte ist der Fahrlinientest. Jeder Test unterscheidet sich natürlich. Beim Geschwindigkeitstest geht es darum, an 5 Stellen auf der Rennstrecke eine gewisse Geschwindigkeit erreicht zu haben. Oben sieht man die Vorgabe und darunter sieht man, in wie vielen Metern der Messpunkt ist. Also jetzt zum Beispiel knapp in 350 Metern sollen wir 210 Stundenkilometer haben. Die Markierungen sind immer schön orange markiert. Das ist der Geschwindigkeitstest. Man hat ein Zeitlimit von 1 Minute 59, was in der Regel locker reichen wird, weil hier fährt man zum Beispiel eine Rundzeit von 1,50. Wahrscheinlich wird das Zeitlimit und die Vorgabe damit zusammenhängen, wie schwer ihr eure KI eingestellt habt. Also zum Beispiel der Test ist auf 120 deutlich schwerer als zum Beispiel auf 180 oder 70. Aber ob die Angabe stimmt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Allerdings kann ich mir das natürlich schon irgendwo vorstellen. Durch diese drei Tests sammelt ihr natürlich auch Ressourcenpunkte, womit ihr die Fahrzeugentwicklung auf jeden Fall deutlich beschleunigen könnt, weswegen ich euch raten kann, falls ihr wirklich schnell entwickeln wollt, stellt einfach bei den Rennoptionen auf ein komplettes Rennwochenende ein. Ihr könnt ja relativ schnell FP1, FP2 und FP3 überspringen. Also ihr müsst eigentlich nur 3 Runden FP1 fahren für gute Ressourcenpunkte. Zum Beispiel der Geschwindigkeitstest hat mir mal soeben 1500 Ressourcenpunkte gebracht. Das bedeutet, wir haben jetzt schon durch eine Runde im Training mehr Punkte bekommen als im Rennen von Katar. Das bedeutet, wenn ihr wirklich schnell entwickeln wollt, dann macht das. Seid ihr aber eher der Typ, der sagt, ich möchte das gemächlich angehen, ich möchte vielleicht 2 Jahre in der Motor fahren, ich möchte das Bike langsam entwickeln, dann könnt ihr natürlich auf das freie Training wirklich verzichten, dann braucht ihr das nicht so wirklich. Der zweite Test ist ja der sogenannte Bremsentest. Ganz einfach kurz erklärt, an der Rennstrecke gibt es wieder 5 Stellen, wo ihr zum richtigen Zeitpunkt bremsen müsst. Das ist ein ganz kleiner Bereich, den man eigentlich relativ einfach treffen kann. Zum Beispiel hier die nächste Vorgabe, seht ihr da oben, knapp jetzt bei 500 Metern. Der Bereich ist blau markiert, das sehen wir da schön. Und in diesem Bereich müsst ihr auf der Bremse stehen. Zack, Bremse ist gestanden und da oben steht dann ein Perfect. Sobald ihr eine Vorgabe nicht erfüllt, ist das ganze Ding ungültig und ihr bekommt keinen einzigen Ressourcenpunkt. Das ist ganz, ganz wichtig. Der letzte Test, dazu kommen wir gleich noch, ist in meinen Augen eigentlich der schwierigste Test für Leute, die zum Beispiel meinen, sofort ohne Ideallinie zu fahren. Denn der letzte Test ist der sogenannte Fahrlinientest. Was ist das Positive an diesem Test? Man baut hier etwas ein, was auf jeden Fall für Neulinge, für Anfänger auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Man lernt auf jeden Fall hier mit dem Bremstest zumindest 5 wichtige Bremspunkte. Bei einem Fahrlinientest kann man sich so ein bisschen die Ideallinie abgewöhnen. In einem gewissen Bereich müsst ihr einen gewissen Prozentsatz auf dieser Ideallinie fahren. Zum Beispiel hier ist das der erste Abschnitt, die erste Kurve bis quasi zur Kurvenausfahrt. Kurveneinfahrt bis zur Kurvenausfahrt. Der zweite Punkt ist dann hier schon Kurve 2, wo man dann auch 80% einhalten muss. Es ist nicht immer 80%, es wird auch am Ende zum Beispiel 90% sein. Das kann auch von Rennstrecke zu Rennstrecke unterschiedlich sein. Wenn ihr natürlich mit Ideallinie fahrt, habt ihr natürlich ein paar Vorteile. Aber man kann sich schon mit diesem Test so ein bisschen die Ideallinie abgewöhnen. Auch hier wieder, wie beim Geschwindigkeits- und Bremsentest,
habt ihr 5 Stellen auf der Rennstrecke. In der Regel sind das 5 Kurven, wo ihr einfach die Linie halten müsst. Das war es eigentlich soweit, kurz erklärt von meiner Seite aus, dass ihr in den freien Trainings es jetzt Entwicklungstests gibt und ich dir eigentlich nur raten kann, macht die. Ich werde sie jetzt machen im Let's Play, weil es sind nur 3 Runden. Sobald ihr die 5 Punkte bestanden habt, ist der Test sofort bestanden. Und innerhalb von 3 Runden habt ihr mal soeben 4.500 Ressourcenpunkte gesammelt. Das war ganz kurz das freie Training. Wie gesagt, ihr könnt dann, wenn ihr in der Box seid, über das Wochenendmanagement sofort danach ins Qualifying springen oder natürlich auch ins Rennen springen, wenn ihr von ganz hinten zum Beispiel starten wollt. Allerdings, wir wollen nicht von ganz hinten starten, denn wir schauen uns jetzt einfach mal die Qualifying-Runde an. Ihr habt am Ende sogar ganz kurz so gesehen, ich habe 5.300 Ressourcenpunkte durch diese Entwicklungstests gesammelt. Die schnellste Runde von mir war die 3. relativ am Anfang des Qualifyings. Ihr seht auch rechts, ich habe aktuell die schnellste Rennrunde. Ich habe hier den Schwierigkeitsgrad im Vergleich zu Katar um 5 Punkte angehoben, also von 70% auf 75%. Im Qualifying hatte ich den Eindruck schon, oder beziehungsweise im freien Training hatte ich den Eindruck schon, dass der Schwierigkeitsgrad zu tief ist. Ich bin trotzdem ins Qualifying gesprungen, um zu schauen, kann man die KI-Schwierigkeitsstufe zwischen Training und Qualifying nachträglich nochmal verändern. Nein, das geht nicht. Ihr könnt auch nicht nach dem Qualifying auch nicht mehr die KI-Schwierigkeitsgrad ändern, wenn ihr da merkt, oh, die stimmt nicht so wirklich ganz. Also ihr müsst eigentlich schon, wenn ihr das freie Training fahrt, im freien Training ungefähr einschätzen können, fahre ich auf dem Niveau, wo ich ungefähr sein muss, oder muss ich die KI runter oder hochschrauben. Gerade am Anfang ist das ein bisschen rumexperimentieren, denn ich habe in Katar schon ein bisschen gesagt, die KI ist sehr unausbalanciert von Rennstrecke zu Rennstrecke. Weil in Katar fahre ich 70, habe aber schon Probleme vorne mitzufahren. Hier in Argentinien zum Beispiel fahre ich auf 75 und kann hier den Martin schon ordentlich einheizen, denn nach 3 Sektoren bin ich hier auf Bestzeitkurs unterwegs. Also hier sind die Sprünge dann schon ein bisschen größer und ich erwähne es gerne nochmal, 10 Punkte sind circa 8 Zehntel, damit ihr das ungefähr einteilen könnt, also sind 5 Punkte circa 4 Zehntel. Eine überraschende Pole Position hier in Argentinien, mit der ich auf jeden Fall nicht gerechnet habe. Denn wir haben den Jorge Martin geschlagen, obwohl ich die Schwierigkeit im Vergleich zu Katar um 5 Punkte erhöht habe. Das bedeutet, ich habe jetzt eine wunderschöne Aufgabe für euch. Und zwar, ihr könnt mir mal ungefähr in die Kommentare schreiben, wie unbedingt die KI-Schwierigkeit ist in den nächsten Strecken, die auf uns wartet. Also ist sie zum Beispiel in Texas noch schwächer als in Argentinien oder ist sie ungefähr genauso stark wie in Katar? Das würde mich freuen, wenn ihr mir das beantworten könntet. Was ich natürlich auch machen werde, ist dann natürlich für Moto2 und MotoGP. Ich schreibe mir die KI-Schwierigkeiten jetzt auf, mit welcher Schwierigkeit gerade ich gefahren bin auf jeder Rennstrecke, damit wir das dann für Moto2 und die MotoGP besser noch anpassen können. Wir freuen uns trotzdem über die Pole Position. Mal schauen, ob wir die in den Rennsieg ummünzen können. Ansonsten wünsche ich euch schon mal viel Spaß und gute Unterhaltung. Hier in Termas de Rio Hondo ist alles bereit zum Start. Für die Fahrer geht es jetzt nur mehr um eines: als Erster über die Ziellinie zu fahren. Als Erster über die Ziellinie fahren, das ist immer das Ziel eines Rennfahrers. Und der Start ist schon mal der Schlüssel zum Erfolg, den ich eigentlich schon richtig vergeigt habe. Und wo wir gleich mal wieder ein paar Positionen verlieren. Ich glaube, das ist immer so ein kleiner zusätzlicher Spannungselement, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also schön über den Start vergeigen, die ersten Kurven auch und auf Position 6 zurückfallen. Und jetzt hilft mir vielleicht der etwas schwierigere, der leichtere Schwierigkeitsgrad hier wieder, ja, ein paar Positionen gut zu machen. Also 75 ist das hier. Dann sind wir wieder auf Position 4. Özil ganz weit hinten, Position 17. Die Teamkollegen, die sollen wir schlagen. 7 Runden fahren wir hier, also relativ lang.
Die Strecke lag mir relativ gut im Qualifying, auch im Training. Besser als Katar. Kann natürlich auch die Fahrpraxis jetzt natürlich geschuldet sein wieder. Dass man sich da immer ein bisschen mehr reinfuchst. Das freie Training empfehle ich euch einfach zu fahren, denn die Entwicklungspunkte, die ihr in dem freien Training holt, sind sau viel. Also 800 haben wir am ersten geholt und wir haben hier, glaube ich, schon über 5000 nur in den freien Trainings geholt. Also wirklich macht ein komplettes Wochenende, das kann ich euch eigentlich nur empfehlen, dann geht die Entwicklung des Bikes schneller voran. Wenn ihr natürlich sagen wollt, okay, ich will dass die Entwicklung langsamer vorangeht, ja, dann fahrt ohne Training. Das muss dann jeder für sich selber individuell einstellen, was für ihn das Beste ist. Das Beste wäre jetzt hier, wenn wir den nächsten auch noch bekommen könnten. Boah, leichte Berührung in der letzten Kurve, à la Marquez gegen Rossi-Style. Da Laporta vor uns. Also hätte ich ruhig auf 80 gehen können. Ich hoffe, den Martin trotzdem noch bekommen. Also Start-Ziel-Sieg wird das hier nicht. Ist doch schwer zu sagen, was waren meine Sektoren, was waren die Sektoren der Konkurrenz. Und die fahren mit einer noch geringeren Getriebeübersetzung oder haben einen besseren Motor. Scheinbar beides. Auf der Bremse verlieren sie viel. Ja, sag ich ja. Auf der Bremse verlieren sie eigentlich alles. Nee. Da habe ich die Tür sperrenweit aufgelassen. Da konnte ich die Linie überhaupt nicht halten. Und auch Martin sagt danke. Die Linkskurve jetzt hier, diese schnelle Links, das war zum Beispiel eine Stärke eigentlich von mir. Ja. Sieht man hier auch sehr schön. Da will ich die Kurve ganz anders fahren, keine Chance. Die muss man, nimmt man immer so eng. Hier kann man deutlich später auf die Bremse gehen, als die Ideallinie das hergibt. Martin fährt 49,0, wir fahren 49,5. Unser erster Teamkollege, wo ist denn der? Ich glaube, der ist nicht in den Top 10, wenn ich das links richtig gesehen habe. Kampf um Platz 2. Oh, Martin, glaube ich, jetzt verloren. Schön, dass ich jetzt eine schöne Nachricht bekomme für neue Beiträge. Was natürlich leicht ablenkt. Garnett nur auf der 19. What? Ich glaube, der hat das erste Rennen gewonnen. Ich muss mich nach hinten orientieren. Das habe ich ein bisschen abreißen lassen müssen. Wir fahren hier alle die Softs. Alle. Also das gibt noch keinen Unterschied. Kornfall auf der 17. Antonelli hier nur auf der 23. Zweiter wäre schon nice. Sieg ist brutal schwer. Auf jeden Fall besser genommen. Aber 7/10 auf Della Porta. Komm, das fahren wir noch zu. Komm! Oh. Viel zu spät. Sehr die Chance, das Podium hier zu verlieren. 50-2. Position 10 ist mein erster Teamkollege. Die Ziele werden wir dieses Mal erreichen.
Simone ist lang. Also das finde ich lang. 35%. Die geht voll. Okay, da musst du aber komplett treffen, alles. Aber da Laporte hat sogar noch was rausgeholt. Also Sektor 1, nicht mein Sektor. Ja, der kommt auch schon im Windschatten ran. Hier hätte ich ein bisschen später bremsen können. Wir verteidigen das Podium. Dallaporte 1,4. Wir sind langsamer. Wir sind langsamer. Sektor 1 und Sektor 2. Und der Hinterreifen lässt schon gut nach. Ja, hier hole ich die Zeit auf. Ja, ja, hier, hier. Also Sektor 3, Sektor 2. Boah, hier muss die Traktionskontrolle richtig arbeiten. Ich bin rangekommen. 49,7, 1,0. 49,2 war, glaube ich, die Bestzeit. Die schnellste Runde. Also ist die Speed von Marti dann im Rennen besser. Können wir vom Viertplatzierten absetzen? Ja, 9 Zehntel. Auf Dallaporte sind jetzt 9 Zehntel Rückstand. Schöne Linie. Das waren, glaube ich, vorhin hier 1,4. Ah, dafür war die Kurve jetzt nicht optimal. Sieht man auch, der Viertplatzierte ist näher rangekommen. Und auch natürlich hier kein Sturz. Noch 2 Runden. 49,4. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht ran, aber ich verliere auch nichts. Windschatten verspüre ich nicht. Oh, schön rausbeschleunigt. Oh, ich krieg den Schalter nicht. Ich hab den Schalter nicht bekommen. Da crashen wir. Aber wir haben einen riesen Vorsprung, wollte ich gerade sagen. Nee, haben wir nicht. Oh, da bin ich natürlich aufs Gras gekommen. Oh, Position 7. Da kommt auch schon der 8. Richtig gestürzt, richtig schön abgehoben. Natürlich bin ich aufs Gas geblieben, in der Hoffnung, dass man das abfangen konnte. Das war so alles oder nichts jetzt. Alles oder nichts. Und schon ist mein Teamkollege hinter mir. So schnell geht's. Klar, ich habe jetzt nicht alles verloren durch den Sturz, aber trotzdem. Eine Runde bevor habe ich noch gesagt, bloß nicht stürzen. Und dann, ja, ihr wollt mit Vollgas durch die Kurve.
Das hat man gesehen, das hat man gespürt, das hat man gemerkt. Und immerhin Platz 6. Ja, dafür das ist ein schönes Manöver. Podium aus der Hand gegeben. Aber immerhin das Ziel noch erfüllt. Beide Teamkollegen geschlagen, von dem her passt das dann noch. Das war Lehrgeld. Das war Lehrgeld. Das war klar Lehrgeld. In der Kurve hier. Die ist aber auch... Ja, die ist nicht ohne. Ja, die Konkurrenz fährt da mit Vollgas durch. Ich habe natürlich jetzt mit Halbgas bin ich da jetzt durchgefahren. Ist logisch, jetzt fahre ich da mit Halbgas durch. Ich wollte nämlich alles tun, um nur den zweiten zu bekommen. Alles. Und dann gehe ich ein bisschen mehr Risiko und werde bestraft. Ganz einfach. Und das zu Recht. Das Qualifying hat mir ja so ein bisschen den Arsch gerettet. Bei dem Rennen hat dann die 75 gepasst. Leider kann man das nicht während des Rennwochenendes verstellen. Also wenn man im Training dann quasi ist, dann muss man sich da schon festlegen. Das ist das Problem. So kleine Grüppchen haben sich hier gebildet. So, letzte Kurve. Glückwunsch an Martin. So, wir machen jetzt natürlich die Tür nochmal schön zu für unseren Teamkollegen. Dann ist es am Ende Position 6. Damit kann ich dann auch leben. Klar, von der Pole erwartet man natürlich ein bisschen mehr dann, aber was soll's. Mit dem Sturz noch Position 6 eingefahren, passt. Passt völlig in meinen Augen. Die Akademie fühlt sich mit den Stars des Rennens und wir schauen uns in der Grafik die Endergebnisse des soeben beendeten Moto3-Rennens an. Ja, 75 ist tick zu wenig. 75 ist zu wenig, also 78, 79 würde ich sagen, eventuell sogar die 80. Bis Zack hier auf 7 ist nämlich eine 50-2 gefahren. Da sollte ich jetzt nicht unbedingt 18. schneller sein. So vielleicht. Ja, eine halbe Sekunde schon. Aber mehr auch nicht. Mehr auch nicht. In der Fahrermeisterschaft klettern wir auf Position 7. Überholen unseren Teamkollegen. Ansonsten gibt es darüber nicht viel zu verlieren. Das mit den Entwicklungspunkten haben wir jetzt 9.686 geholt an dem Rennwochenende. Wir haben das Ziel erreicht. Das Teamvertrauen steigt natürlich auch dadurch. Ein bisschen Enttäuschung ist schon verständlich, wenn man sich das heutige Resultat ansieht. Fahrer und Mechaniker werden wohl heute die Nacht zum Tage machen, damit das Team künftig bessere Ergebnisse erwarten kann.